Hallo Leute. Erstmal danke für die Zuschauer und die Leser, falls sie es mitlesen, was ich hier zeige und gleichzeitig vorlese und gleichzeitig kommentiere. Die bei mir geblieben sind. Ich hatte in den letzten Tagen mehrere Ideen. Das Problem war, wie hier, ich habe es ja schon mehrmals angesprochen, also angedeutet, soweit mir das möglich ist. Ansonsten werde ich ja komplett unterdrückt, also sprich, ich habe ja gar keine Chance, irgendwo jemanden zu erreichen. Nicht nur, dass ich von YouTube runtergedrückt werde, also sprich, Shadowbanning, zensiert, Zensur. Sondern auch, wie gesagt, teilweise der Verrat von Leuten, die mich ursprünglich mal abonniert hatten. Oder halt Angriffe, also sprich die primitivste Form von Angriffen, also feiges negatives Abklicken, also die Videos abklicken, runterdrücken durch negatives Abklicken. Die positiven Stimmen werden überhaupt nicht gezählt oder werden mir nicht korrekt angezeigt. Manchmal Pökelkommentare, teilweise muss ich das Ganze mehrmals lesen, um überhaupt zu kapieren, was jemand von mir möchte. Also ich verstehe es teilweise gar nicht. Also das geht schon mittlerweile seit einigen Jahren so, also nicht nur hier, auch wie gesagt, vor YouTube, also sprich bei Amazon, wo ich damals Rezension geschrieben habe, oder in irgendwelchen Foren, also wo ich mich ausschließlich schriftlich, nicht über Videos, an meine Mitmenschen gewandt habe. Ich habe es auch schon mehrmals erwähnt in anderen Videos, also hier auf diesem Kanal, in meinen eigenen Videos. Und es ist im Grunde immer dasselbe. Also sprich, jeder, der sich wagt, offen und frei die Meinung zu sagen, wird unterdrückt. Also sprich, runtergedrückt. Es wird dafür gesorgt, da kann überhaupt nicht irgendwo mehrere Menschen erreichen. Also ich rede jetzt hier von, also hier über Videos bei YouTube zum Beispiel, nicht nur in Deutschland oder in Europa, sondern wirklich weltweit, also mit Untertiteln, mit wenn ich auch schon teilweise Englisch, also Fremdsprachen gesprochen habe in Videos, also Videos komplett in Englisch erstellt habe, um zu zeigen, dass es mir nicht so schwer fallen wird, auch ein Video in einer Fremdsprache zu erstellen. Aber wie gesagt, ich bin nun mal Deutscher, warum soll ich meine Herkunft verleugnen oder meine Sprache verstellen? Da lieber möchte ich, genau wie ich es mache, wenn ich englische Videos oder andere Sprachen anschaue, dass die Leute dann die Untertitel aktivieren und halt das mit meiner Originalsprache, also sprich in Deutsch, wie ich denke, wie ich fühle, wie ich normalerweise vorgehe, also auch in Videos vorgehe, also sprich, was ich erzähle. Das kommt alles aus dem Bauch, das kommt alles irgendwo aus dem Herzen, das kommt alles irgendwo aus Grunderfahrungen, die bereits gesammelt worden sind in mittlerweile 51 Jahren Lebenserfahrung. Also ich habe keinen Grund, irgendwo jemanden zu Kreuze zu kriechen. Und das ist noch höflich ausgedrückt, also ihr wisst, was ich meine. Normalerweise, um es ganz deutlich auszusprechen, in den Arsch zu kriechen. Oder halt irgendwo mich zu verstellen oder irgendwo mich zu verkaufen. Also wie gesagt, mein Sinn, meine Hoffnung war nie, hier bei YouTube, Sekunde. Ich habe gerade einen Schluck getrunken. Meine Hoffnung war nie bei YouTube, auf ein Geld zu verdienen oder irgendwo eine Karriere zu machen, in Anführungsstrichen, also sprich ein YouTube-Star zu werden, in Anführungsstrichen. Sondern ich wollte Menschen zum Nachdenken anregen. Und eventuell auch etwas ändern oder etwas verhindern. Das ist mir leider nicht gelungen, weil ich immer angegriffen, bepöbelt, unterdrückt, sonst was wurde. Ich habe das jetzt zusammengefasst. Sekunde, ich habe das Gefühl, meine Aufnahme ist nicht gestartet. Ja, meine Aufnahme ist gestartet. Ich habe das jetzt zusammengefasst. Hier, also kurzes Video,
kurze Einleitung. Und ich werde das jetzt an die nächsten, zumindest an die nächsten 6 Videos, werde ich das anhängen. Also immer als eine Art Trailer davor machen, was ich jetzt gerade gesagt habe. Weil mir ist es echt irgendwo auch zu doof, bei jedem neuen Video das nochmal zu erwähnen, nochmal zu erwähnen, nochmal zu erwähnen. Also immer wieder neu zu erwähnen. Vielleicht lade ich es auch nochmal extra als ein separates Video hoch. Gut, so viel zu mir. Wer mich schon länger gesehen hat, wer mich möglicherweise, wie gesagt, wirklich für das, was ich bin, abonniert hat. Sprich, ich verarsche euch nicht, ich erzähle euch keine Märchen. Ich fordere euch immer wieder auf, selber nachzudenken, selber irgendwo etwas nachzulesen. Das kann jeder von euch. Ihr seid nicht auf den Kopf gefallen, ihr seid nicht irgendwo dumm. Und ich bin auch nicht automatisch irgendwo intelligenter oder schlauer als jeder andere. Ich bin nur in der Lage, etwas zu lesen, etwas zu prüfen. Und natürlich bekomme ich relativ leicht mit, wenn ich über den Tisch gezogen werde oder verarscht werde oder für dumm verkauft werde. Da muss man nicht irgendwo die Weisheit oder die Erfahrung oder die Intelligenz mit Löffeln gefressen haben. Das schafft eigentlich jeder. Und wer es nicht tut oder wer es tut und trotzdem schweigt, der ist einfach nur ein Feigling. So einfach sieht es aus. Es sterben Menschen und wer daneben steht und zuklotzt oder wegguckt oder lügt oder heuchelt oder nicht sein Maul jederzeit offen aufbekommt, der ist einfach nur ein Feigling. Punkt aus. Gut. Also, so viel dazu. Ihr startet gleich das richtige Video. Ich musste das mal, wie gesagt, loswerden, warum ich jetzt auch eine Pause gemacht habe, mittlerweile 5 Tage lang. Also, ich hatte genug Ideen. Problem war, ich möchte ja meinen Kanal hier nicht verlieren. Und wenn ich immer nur angegriffen werde oder ich verraten oder verkauft werde, natürlich irgendwo drückt das die Stimmung. Also sprich, man hat überhaupt keine Lust mehr. Gut. Also, gleich geht's richtige Video los. Ciao. Hallo Leute. Jetzt habe ich schon 2 Videos gemacht und noch nicht hochgeladen und nicht veröffentlicht. Das eine war John Wayne. Dann natürlich in Verbindung mit John Wayne über Alamo. Also hier die Legende von Alamo. Und hier, also jetzt wird er, wie man es nennen, ein komplett abseits von diesen beiden Themen, also den letzten beiden Videos, John Wayne, die Legende von John Wayne und die Legende von Alamo, die Legende von König Ludwig II. Von Bayern, hier, wie so, das wird wahrscheinlich mein Vorschaubild, die Mauer von Neuschwanstein zu sehen ist, also hier Legenden, die immer noch über seinen Tod sich kranken, also wie er nun wirklich zurückgekommen ist. Der Tod des verrückten König, also vermeintlich oder angeblich oder vielleicht wirklich des verrückten König Ludwigs, also Ludwig II. König von Bayern. Was wir über, oder was wir bis heute über den mysteriösen Tod des verrückten Königs von Bayern, der Schlösser wie unter anderem Neuschwanstein erbaute, wissen und was nicht. Obwohl er den meisten von uns, vor allem als verrückter König bekannt ist, der sein Land mit dem Bau seiner extravaganten Schlösser in den Bankrott trieb, hatte König Ludwig II. Punkt, von Bayern wahrscheinlich ein besseres Ende verdient, als mit dem Gesicht nach unten in einem See treibend gefunden zu werden.
tatsächlich hatte er sein Land überhaupt nicht in den Bankrott getrieben. Also Doppelpunkt. Er hatte für seine protzigen Bauprojekte nur sein eigenes, also in Wahrheit nur sein eigenes Vermögen ausgegeben und sich Geld geliehen, um die Hinweise darauf, dass er in Anführungsstrichen angeblich geisteskrank war oder vermeintlich geisteskrank war, sind bestenfalls umstritten. Da war, ja, Sekunde, ich muss mal kurz aufhören, ich lese da weiter, Sekunde, ich höre wohl kurz was. Ich habe gerade meinen Aschenbecher in der Küche ausgeschüttet und habe vergessen, ihn wieder mit reinzunehmen, bevor ich hier das nächste Video gestartet habe. Er war Sekunde. Er war einer der größten Kunstmäzen seines Landes, und als sich seine eigenen Minister gegen ihn wandten, um ihn vom Thron zu stürzen, starb er ganz plötzlich in einem See. Also der Tod von Ludwig II., König von Bayern. Bis heute bleibt das Rätsel, Doppelpunkt, wurde König Ludwig ermordet oder beging er Selbstmord, um der Schande der Absetzung zu entgehen, Fragezeichen. Bayern. Heute ein Staat in Deutschland, war von 1806 bis zum Ende des Ersten Weltkrieges eine Monarchie. Nach dem Tod seines Vaters Maximilian II. Bestieg der junge König, der junge Ludwig von Bayern 1864 den Thron, als er erst 18 Jahre alt war. Ludwig hatte sich nie für Staatsangelegenheiten interessiert und stand seinem Vater nie besonders nah. Seine Leidenschaft galten Kunst, Geschichte, Architektur und Musik. Er war introvertiert und mied öffentliche Veranstaltungen. Seine politische Taufe war eine Feuertaufe. Bayern hatte während des Deutsch-Französischen Krieges ein schwieriges Bündnis mit Preußen und die ersten Jahre seiner Herkunft, seiner Herrschaft, waren vom Krieg mit Napoleon III. Geprägt. Also hier Deutsch-Französischer Krieg 1870-1871, also Gründung des Ersten Deutschen Reiches. Er beteiligte sich fast überhaupt nicht daran, sondern zog es vor, Theater zu bauen und durchs Land zu reisen, während anderswo Krieg tobte. So begann seine Herrschaft mit einer scharfen Trennung zwischen ihm und seinen Ministern. Er war ein König, der die Aufsicht von Erwachsenen brauchte. Die Minister regierten das Land. Und der junge König baute weiter Theater, förderte Künstler und Musiker und studierte klassische Architektur. Zu Ludwigs Projekten gehörten das berühmte Schloss Neuschwanstein auf einer Klippe, das sagenhafte Schloss Linderhof mit seinem unterirdischen künstlichen See und der Grotte Herren Chiemsee, einer Nachbildung des Schlosses Versailles, sowie eine Reihe kleinerer Schlösser und Anbauten an die königlichen Residenzen, an die königliche Residenz in München.
Das bayerische Volk liebte seinen König. Der ist so sehr verwöhnt und so viele wunderbare Dinge baute. Er erhielt Spitznamen wie Traumkönig, Schwanenkönig und Märchenkönig. Ludwig nahm Kredite für seine paar Projekte auf und verlangte immer mehr Kredite, bis der Finanzminister sie schließlich ablehnen musste. Ludwigs Verlangen nach mehr Bauvorhaben und seine Verachtung für die Pflichten seines Amtes führten schließlich zum Zusammenbruch seines Hauses. Der Premierminister Baron Johann Lutz beschloss zu handeln. Er plante, Ludwig per Verfassung aus dem Amt zu entfernen, bevor dieser seine bisher großartigsten Pläne in Angriff nehmen konnte. Doppelpunkt: einen chinesischen Palast in Österreich und einem byzantinischen Palast, der das größte Gebäude gewesen wäre, aus Marmor und Gold gebaut und dem Kreuztempel aus Wagners Oper Parsifal nachempfunden. Wenn Lutz beweisen könnte, dass Ludwig verrückt war, könnte er auf dieser Grundlage legal von der Macht entfernt werden. Lutz sicherte sich die Zusammenarbeit von Prinz Luitpold, dem Onkel des Königs, der sich nur bereit erklärte, das Amt zu übernehmen, wenn Lutz zweifelsfrei beweisen könnte, dass der König tatsächlich durch Wahnsinn außer Gefecht gesetzt war. Ludwig, Quatsch, Entschuldigung, Lutz und die anderen Minister berieten vier bedeutende deutsche Psychiater unter Leitung von Dr. Bernhard von Guttenein, Graf von Hollenstein, ein führender Diener des Königs, wandte sich gegen ihn und unternahm große Anstrengungen, um Anekdoten und Berichte des Personals zu erhalten, die Ludwig in einem negativen Licht darstellten. Die Kommission verbrachte 2 Monate damit, ihren Bericht zusammenzustellen, der ihn als chronischen und unheilbaren Wahnsinn befallen fand. Die Einzelheiten basierten größtenteils auf den Berichten die von Holstein den Menschen entlockt hatte. Keiner der Psychiater untersuchte Ludwig, oder Ludwig II., König von Bayern, der inzwischen 40 Jahre alt war, jemals wirklich. Also sprich, die haben nur rein nach Argwohn entschieden. Prinz Luitpold war zwar überzeugt, blieb jedoch zögerlich und es dauerte noch 3 weitere Monate, bis er Lutz schließlich seinen Segen zur Weiterführung gab. 2 Tage lang im Juni belagerten Luitpolds Männer Neuschwanstein, wo Ludwig grübelte. Er sprach oft mit seinen engsten Dienern über Selbstmord und Ertrinken und fragte immer wieder nach dem Schlüssel zum höchsten Turm des Schlosses,
von Mo, als er sich in den Tod stürzen könnte, von dem er glaubte, dass seine Seele überleben würde. Dann am 12. Juni 1886 lockte Dr. von Gutten, der über Ludwigs Plan informiert war, Ludwig in eine Falle, indem er mitteilte, dass der Schlüssel gefunden worden sei, und Ludwig wurde auf halbem Weg zum Sprung gefangen genommen und verhaftet. Als sie ihn zur Kutsche brachten, um ihn wegzubringen, rief er von Gutten mit den berühmten Worten zu: "Wie können Sie mich für verrückt erklären? Fragezeichen. Sie haben mich nie untersucht." Die Verschwörer hatten Schloss Berg, 8 Stunden entfernt, am Ufer des Starnberger Sees, in einer Anstalt umgewandelt, um Ludwig aufzunehmen. In Klammern: zu verschiedenen Zeiten hatte Ludwig und sein Vater Schloss Berg renoviert. Sein Aufenthalt war diesmal nicht lang. Am ersten Morgen machten Ludwig und von Gutten in Begleitung zweier Wärter einen Spaziergang. Nach ihrer Rückkehr schrieb von Gutten: "Die Behandlung verlaufe gut und der Patient wirke bereits ganz normal." Ein fast unglaublicher Kommentar von einem Arzt, der in weniger als 24 Stunden zuvor wegen Geisteskrankheit seines Amtes enthoben hatte. Kurz nach 18 Uhr machten sie einen weiteren Spaziergang, um rechtzeitig zum Abendessen gegen 20 Uhr zurück zu sein. Diesmal bekleideten sie keine Wachen. Diesmal bekleideten sie keine Wachen. Aber es gibt keine klaren Aufzeichnungen darüber, warum von Gutten dies zugelassen haben sollte. Sie verschwanden um 6:30 aus dem Blickfeld des Schlosses und wurden nie wieder lebend gesehen. Um 21 Uhr regnete es stark und eine Suche wurde eingeleitet. Eine Stunde später sah man die Leichen bei Wind und Regen mit dem Gesicht nach unten in hüfttiefem Wasser im See treiben. Von Gutten Stirn war schwer verletzt, aber der König wies keine Spur auf und verzweifelte Versuche, ihn wieder zu beleben, schlugen fehl. So starb der Märchenkönig, also Ludwig der Zweite, König von Bayern. Die Frage, die dieses Unglück bezeichnete oder begleitete, wird seither oder seitdem immer wieder gestellt. Wurde Ludwig ermordet oder beging er Selbstmord? Fragezeichen. Tötete Ludwig den Arzt und ertränkte sich dann selbst? Oder wurden beide Männer von Verschwörung getötet? Um die ganze Angelegenheit zu beenden und zum Schweigen zu bringen? Fragezeichen. Oder um beide zum Schweigen zu bringen? Fragezeichen. Die einzigen Beweise, die noch vorhanden sind, sind anekdotischer Natur. Jeder Anwesende, der einen Bericht abgab, war ein Anhänger der einen oder der anderen Seite. Entweder der wenigen, die den König noch treu ergeben waren, oder der vielen, die an dem erfolgreichen Putsch beteiligt waren. Zu den anekdotischen Behauptungen gehören die folgenden. Zu den anekdotischen Behauptungen gehören die folgenden. Das nasse Gras am Ufer in der Nähe einer Bank, auf der von Guttens Sonnenschirm stand, war zerkaut, als hätten die Männer miteinander gerungen. Zweiter Punkt. Zwei Fischer
an einem anderen Teil des Sees berichteten von Schüssen. Also, sie hätten irgendwie Schüsse gehört. Pistolenschüsse oder Gewehrschüsse. Punkt 3. Einige sagten, Ludwigs Lungen seien mit Wasser gefüllt gewesen, als wäre er ertrunken. Andere meinten, das sei nicht der Fall und er könne deshalb natürlich auch nicht ertrunken sein. Punkt 4, oder ja, doch Punkt 4. Einige sagten, Ludwigs Mantel habe hinten ein Einschussloch gehabt, also sprich, es wurde ihm mit dem Rücken geschossen. Andere sagten, das sei nicht der Fall. In den meisten Fällen, oder Punkt 5, wird behauptet, Ludwig sei unverletzt geblieben. Und ertrunken. Von Gutten hingegen soll Spuren von Schlägen abgewiesen haben und dann ertrunken sein. Also, als ob man den Arzt geschlagen hat und dann möglicherweise bewusstlos ertrinken lassen haben oder halt unter Wasser gedrückt haben. Den König selber hat man nicht geschlagen, hat man halt nur so unter Wasser gedrückt. Also, sprich, dass er ertrunken wäre. Der offizielle Autopsiebericht war überhaupt keine Hilfe. Es handelte sich eindeutig um ein parteiisches Dokument, das Ludwigs Geisteskrankheit beweisen sollte. Und nicht einmal vorgab, eine Todesursache anzugeben. Das bizarre Dokument ging nicht einmal auf den Zustand des Körpers oder mögliche Verletzung ein. Stattdessen konzentrierte er sich auf die Maße seines Schädels und Gehirns. Zitat oder Angaben, die Amash Noidea in beiden Konvexitäten des Großhirns war verdickt und sah milchig aus. An einer Stelle war etwa an der Verbindung des linken ersten Stirnbeins und des aufsteigenden Stirnbeins war die Pits- und Arachnoidea-Membran durch faserige Proliferation verdickt und angehoben worden. Und so weiter abschließend. Der sogenannte Bericht offenbar tatsächlich degenerative Veränderungen in Verbindung mit der persönlichen unfamiliären Vorgeschichte, stellten sie den Geisteszustand des Königs außer jeden vernünftigen Zweifel und machten die Annahme, dass es im Zusammenhang mit diesem Tagesschneide eine dunkle Verschwörung gab, völlig unnötig. Die Aussagen des engsten Vertrauten Ludwigs, der die letzten Tage an seiner Seite in Neuschwanstein verbrachten, die letzten Tage an seiner Seite in Neuschwanstein verbrachten, lassen es eindeutig erscheinen, dass Ludwig selbstmordgefährdet war und sogar ertrinken wollte. Dies ist eigentlich der einzige Punkt, in dem Ludwigs Freunde und die absetzende Regierung übereinstimmten. Außerhalb von Ludwigs persönlichen Kreis suchten seine Anhänger vor allem nach Anzeichen dafür, dass er ermordet wurde. Noch 2007 enthüllte ein Münchner Geschäftsmann, dass seine Mutter ihn vor 50 Jahren, als er etwa 10 Jahre alt war, zu einer Teeparty mitgenommen hatte, bei der eine Gräfin in Verbindung zu Ludwigs Familie allen einen alten Mantel mit zwei Löchern auf dem Rücken gezeigt hatte.
Also sprich, man hätte Ludwig dem Zweiten König von Baden den Rücken geschossen. Also es wurde auf ihn geschossen. Und behauptete, es sei der Mantel, den Ludwig in dieser Nacht getragen hatte, in der er erschossen wurde. Die Presse posaunte dies als neuen Beweis heraus, obwohl es sich lediglich um eine Anekdote handelte. Eine höchst verdächtige und unwahrscheinliche, noch dazu wirklich, Fragezeichen, als Teil ihrer Meisterverschwörung zur Vertuschung des Mordes. Gab die Regierung den von Kugeln durchsiebten Mantel an Ludwigs Familie weiter und erlaubte ihn, ihn frei auszustellen. Fragezeichen. Die bedauerliche Tatsache über Ludwigs Tod ist, also Ludwig dem Zweiten, König von Bayern, dass nie ordnungsgemäß Beweise gesammelt wurden, die eine Aufklärung des Falles ermöglicht hätten, was auch immer es an Beweisen gab, wurde entweder ignoriert oder absichtlich nicht gemeldet. Möglicherweise sogar vertuscht. Der Leichnam befand sich immer nur unter der Kontrolle der Regierung, die ihn absetzte. Also hatte diese bei jeder Gelegenheit Doppelpunkt, aber viele Leute waren an der Adoption und der Handhabung der Vorbereitung des Leichnams beteiligt. Und angesichts der vielen Zeugen ist es viel einfacher, ein Geheimnis zu bewahren, das keine äußeren Anzeichen aufweist, wie war es in der Lunge, als ein Geheimnis, das die Regierung bis ins Mark erschüttern werde, Komma, wie Schusswunden. Der Autor Peter Klobatz ist einer der lautstärksten Befürworter der Mordtheorie, also Ludwig der Zweite, König von Bayern, wurde ermordet. Er hat Bruchstücke von Geschichten zusammengetragen und ein Szenario vorgeschlagen, in dem sich zwei von der neuen Regierung beauftragte Attentäter in einem Bootshaus versteckten und dann sowohl Ludwig, also Ludwig der Zweite, König von Bayern, als auch von Gutten, also Dr. von Gutten, erschossen, um die ganze Angelegenheit zu vertuschen. Klobas möchte Ludwig exhumieren, also die Leiche wieder ausgraben lassen, untersuchen lassen, in der Hoffnung, Beweise für seinen Mord zu finden und ihn von den Verleumdungen zu befreien. Er sei verrückt gewesen, habe von Guten getötet und sich selbst getötet. Er schreibt, Doppelpunkt, warum sollte jemand etwas dagegen haben, seinen Tod aufzuklären? Fragezeichen. Sind wir nicht alle voller Ehrfurcht und Faszination, wenn wir diese weltberühmten bayerischen Schlösser betreten? Fragezeichen. Ludwigs großartige Kunstwerke, nämlich seine Schlösser, haben sich zu einer der genialsten Investitionen entwickelt, die ein Staatsmann je für sein Land getätigt hat. Also es kommt immer noch Geld damit rein. Also Touristen, Besucher, Eintrittsgelder. Aber im Allgemeinen wollen nur wenige Bayern Ludwigs sterbliche Überreste stören und den Fall neu aufrollen.
Als Schöpfer der schönen bayerischen Nationalschätze ist er sehr beliebt. Sogar Prinz Luitpold, der respektvoll die Krone ablehnte und nur als Prinzregent regierte, ist eine in Nostalgie gehüllte Figur. In einer seiner ersten Amtshandlungen war er es, Ludwigs eindrucksvollste Schlösser für die bayerische Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Diese gaben an die Künste, die zunächst eine Bedrohung für die Staatsfinanzen darstellten, haben sich in große Einnahmequellen verwandelt und sich als Touristenattraktionen vielfach bezahlt gemacht. Es ist unwahrscheinlich, dass wir jemals erfahren werden, was den Tod des Märchenkönigs verursacht hat. Aber wir werden immer den Wert und die Schönheit seines Vermächtnisses kennen. Also, hier ist mal ein Bild von Versailles. Mal gucken. Ah, bleibt so klein. Also hier. Also, mein Schwalenstein, also, es ist halt Anspielung auf Versailles hier. Also, wir wissen, er war ziemlich komisch drauf. Ludwig der Zweite, König von Bayern, der letzte König von Bayern. Ob er dann wirklich verrückt war, ist dahingestellt. Er war mit Sicherheit exzentrisch, komisch, also sprich, was man heute als komisch oder exzentrisch behauptet, also seltsam drauf, also möglicherweise unterdrückt homosexuell, unterdrückt irgendwo gewisse Störungen haben vorgelegen. Das heißt aber nicht, dass er komplett irre war oder unzurechnungsfähig war. Er wusste genau, was er tut. Er hat halt teilweise auch Zugeständnisse gemacht, um Geld aufzutreiben, also sprich bei der Gründung des Deutschen Reiches, also hier Ludwig von Bayern, Ludwig II. König von Bayern. Er wollte Bayern erhalten als einen separaten Staat im Staate. Er war ja in Anführungsstrichen der König von Bayern. Hat halt nie geklappt, also Bayern hat halt heute noch in gewisser Weise eine gewisse Vormachtstellung hier durch CDU, CSU und so weiter. Oder andere, die Ludwig dem Zweiten nach gefolgt sind oder halt sich so aufgespielt haben. Mehr war es aber nicht. Also es ist eine Frage, ob er wirklich geisteskrank war, höchstwahrscheinlich war es nicht. Er war mit Sicherheit verträumt, verspielt, also sprich, was man heute nicht mehr sein kann, also sprich, nicht nüchtern genug, um die Politik so zu sehen, wie sie ist, also sprich, ein schmusiges Geschäft. Aber er war in gewisser Weise integer oder erhaben für vor allem seine Landsleute, also sprich Bayern. Und es ist verrückt zu glauben, dass er zum Mörder wurde und hinterher angeblich Selbstmord begangen hat. Also sprich, es gibt null Beweise, sowohl für die Mord- und Selbstmordtheorie von Ludwig von Bayern, als auch
dass es eindeutig bewiesen ist oder wäre, Ludwig von Bayern wurde ermordet und auch sein Begleiter Dr. von Gutten wurde ermordet. Es ist halt beides seltsam, mysteriös, ominös, wird es wahrscheinlich bleiben. Ja, ich überlege gerade, was ich noch sagen könnte. Ist ja blöd, also man kann immer spekulieren. Inzwischen ist niemand mehr am Leben, der wirklich ihn gekannt hat, also seine eigenen Lebzeiten. Er selber war so ohnehin nicht am Leben, ist klar. Und deswegen bleiben immer Spekulationen offen, aber ich bezweifle, dass er so verrückt war, wie er hinterher dargestellt wurde. Man erklärt leicht mal jemanden für verrückt, gerade wenn man ihn irgendwo diskreditieren möchte. Das kennt man von genug anderen Beispielen, also in dem Fall keine König oder Herrscher, also wie hier in dem Fall Ludwig den Zweiten. Sondern wirklich nur in Anführungsstrichen, also nur Prominente, also Klaus Kinski, sonst wer. Es wird gerne mal jemand für verrückt oder pervers oder sonst was erklärt. Problem ist in der Regel, das findet alles Jahre oder sogar Jahrzehnte nach dem Tod dieser Person statt, sprich, die Leute können sich gar nicht dagegen wehren, gegen solche Behauptungen, Vorwürfe, Entschuldigungen. Also das ist immer leicht, jemanden zu diskreditieren, wo es nicht klar war, ist was Wahres da. Gut. Ciao.